Heute geht einiges und zwar probieren wir heute was aus. Zucchini-Bällchen. Serviert in würziger Kokos-Tomatensoße. Ja, da bin ich mal gespannt. So, die Kartoffeln sind gekocht. Die Zucchini, die haben wir schon klein gerieben. Und jetzt kommt dann mit der Reibe, werden jetzt noch die Kartoffeln gerieben. Der groben Seite. Ja. So, die Kartoffeln sind jetzt gerieben. Na, grad grob. Jetzt nehmen wir noch unsere geriebenen Zucchinis und drücken sie gut aus. Unsere kleinen Bällchen. Macht sie dann einfach zu der Kartoffelmasse dann dazu. Warum muss man sie ausdrücken? Ganz einfach. Zucchini besteht wie eine Gurke viel aus Wasser und deswegen sehen wir ja hier, ne, was da abläuft. Den Saft wollen wir an sich nicht haben. Deswegen drücken wir es jetzt auch gut aus. So, jetzt haben wir die Zucchini. Geriebenen und die geriebenen Kartoffeln in der Schüssel. Jetzt kommen die Lauchzwiebeln dazu. Das Mehl. Pfeffer. Kann man später auch noch nachpfeffern. Dann machen wir noch etwas. Das werden wir auf jeden Fall brauchen, dass man den Orient-Geschmack hat. Garam Masala. Dann nehmen wir dann 2 Teelöffel. Oder auch nicht. Doch, da. So, haben wir ein bisschen mehr gemacht. Und dann Koriander. Noch ein bisschen Koriander. Das haben wir an sich frischer, ist aber nicht da. Und so gibt es jetzt halt den Koriander in Pulverform. Machen wir das auch? Ja, ich weiß es nicht. Und scharfes Gewürz kommt schon noch rein. Aufnehmen, wickeln, wieder verschließen. Ich habe hier noch Chili-Pulver, wer es etwas schärfer mag. Machen wir ein bisschen rein. Das füllt dann schon sehr gut. So. Und dann haben wir Koriander. Oder? Probieren wir noch einmal durch. An sich haben die Kartoffeln genug Stärke. Wir machen jetzt Bällchen draus. Aber ich haue trotzdem noch ein Ei dazu rein. So. Und dann verrühren wir das und dann machen wir kleine Bällchen. Aha. Das ist jetzt die Masse. Die lassen wir jetzt einfach mal kurz stehen. Und dann gehen wir jetzt an die Soße. Ich habe jetzt den Ingwer geschält. Und den schneiden wir jetzt dann ganz klein.
Normalerweise bräuchte man jetzt, wenn wir jetzt frische Tomaten nehmen, aber jahreszeitbedingt. Die Tomaten, wo im Supermarkt sind, die sind also nichts. Wir nehmen dann hier Cherry-Tomaten. Tomaten gekocht, Tomaten püriert. Nehmen wir das, was er im Supermarkt findet. Also, der Ingwer ist gehackt, die Tomaten haben wir soweit. Wir haben jetzt hier sogenannte, könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht, aber es ist einfach Teefilter. Die gibt es also überall zu kaufen. Und da machen wir jetzt noch die Zimtstange rein. Den Lorbeer. Quasi wie so ein Gewürzbeutel. Ne? Ja, das ist okay. So. Weil wir haben ja schon sehr viel Gewürzsau da drin. So, dann haben wir dann das Beutelchen. Dann haben wir die Kokosmilch dazu. Den Gewürzbeutel. Und dann haben wir jetzt dann für den nächsten Schritt alles zusammen. Bevor wir jetzt aber hier weitermachen, gehen wir jetzt quasi an unsere Masse. Da werden wir jetzt Kügelchen formen und die dann leicht anbraten. Dann nehmen wir Öl. Wir nehmen jetzt hier Rapsöl. Lassen wir das warm werden. Dann formen wir die Bällchen und machen sie dann direkt in die Pfanne. Da sind die, siehst du? Ja. So, da sind die Bällchen. Natürlich so größer machen, kleiner machen, aber das einigermaßen noch ein bisschen mundgerecht ist. So. Mhm. Mhm, ich drehe um. Ich will gerade kurz beiseite, okay? Ja. Du drehst um. Ja, ich glaube, ich habe hier noch Gabel. Okay. Ja. Deswegen sehen wir auch, warum es ganz wichtig ist, diese Masse, die Zucchini, gut auszudrücken. Es ist also schon sehr feucht. Geh erstmal in die Richtung. Lass die vielleicht noch ein bisschen früher, bis später. Jetzt haben wir sie mal ein bisschen gebraten. Kann ruhig ein bisschen Farbe bekommen, bindet sie auch und ja, dann werden wir sie jetzt mal rausholen und die nächsten dann reinmachen. Ne? Riechen tut schon mal sehr gut. Wir kommen jetzt zur Soße, dann nehmen wir ein bisschen Öl, nehmen unseren Ingwer. Dann nehmen wir unseren Ingwer, braten ihn kurz an, nehmen unsere Tomaten, Kokosmilch. Verrühren das jetzt mal. Nehmen wir so Gewürzbeutel dazu, wo wir vorhin zusammen erstellt haben. Salz. Pfeffer geht immer.
Nehmen wir unseren Gewürzbeutel mal raus. Und mixen jetzt mal unsere Tomaten. Okay. Kann man natürlich auch mit. Ich habe jetzt nebenher einfach eine fertige Gemüsebrühe kurz aufgelöst in Wasser und habe mir jetzt da einfach Hackbällchen gemacht. Die hatte ich gerade noch gewürzt mit Salz und Pfeffer und koche die jetzt gerade so vor sich hin in der Gemüsebrühe, weil das eignet sich natürlich auch hervorragend dann für hier, wenn einer nicht auf Fleisch verzichten kann. Da passen diese Rinderhackfleischbällchen auch sehr gut hier zu der Soße. Ne? So, drehen wir mal noch ein bisschen um. Ich habe den Gewürzbeutel wieder reingemacht, weil halt einfach beim Mixen tut sich das nicht so gut. Und ja, jetzt lässt man es einfach mal auf kleiner Flamme ein bisschen vor sich hinköcheln, dass die ganzen Geschmäcker sich jetzt einfach mal entfalten können. So, die Soße köchelt noch vor sich hin. Wer mag, kann natürlich dann noch Ingwerpulver, ein bisschen Knoblauch, Zimtpulver dazu machen, auch noch schärfer machen. Das kommt jetzt einfach auf den Geschmack. Die Grundsoße steht. Hier haben wir unser kleines Fleischteil. Unser Zucchini-Bratling mit Kartoffeln. Machen wir ein bisschen Soße drüber, wenn das Ganze verloren aussieht. So, und ich habe ja gesagt, nebenher machen wir noch für Fleischliebhaber Frikadelle, gekochtes Hackfleischbällchen, eher gesagt. So, und so sieht es dann aus und so schmeckt es sehr, sehr lecker. Schade, dass man das, dass ihr das jetzt nicht so schmecken könnt. Aber die Arbeit lohnt sich auf jeden Fall. Wir essen das jetzt erstmal und dann, ja, bis zur nächsten Woche. Wir freuen uns immer über nette Sponsoren und stellen auch gern eines eurer Produkte vor. Schreibt uns doch an unter joschundfelix@gmx.de.